Waffen modifizieren? Wo haben wir den Schattenjägerbogen? Welcher ist denn momentan unser Ausgerüstete? Der Kaja Machtbogen zum Beispiel. Okay, der kann diese normalen Pfeile... Ah, verdammt, ich krieg die Modifikation da ja nicht mehr raus, oder? 25. Und der Schaden ist derselbe, nur dass ich hier mehr Modifikation reinmachen kann. Gab's da nicht eine Fertigkeit für? Um das wieder rauszuholen. Bastler. Waffenspuren und Aufgewehr können entfernt und wiederverwertet werden. Ja, mein Gott. Das heißt, da muss ich das erstmal machen. Ich kann das jetzt gar nicht upgraden. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Naja, die Ausbeute erhöhen ist sowieso interessant. Hört sich gut an. Schade aber auch. Hier, Waffen modifizieren. Können wir dann so reinmachen. Schaden, Abriss. Abriss mache ich ja am besten sowieso auf die besseren Waffen, oder nicht? Das ist ärgerlich. Na gut, das wäre gerade für den Brandschaden halt wichtig. Kann ich den Banu-Keulenbogen und den Kaja-Jägerbogen eigentlich verkaufen? Machen wir wenigstens den Schaden schon mal rein. Jedes bisschen hilft. So, zurück mit dem Händler. Verkaufen. Waffen. Den Banu-Keulenbogen und den Kaja-Jägerbogen. Ich weiß, da waren die Modifikationen drin, aber gut. Ah, Sand whipped on the wind. My favorite. Was haben wir jetzt eigentlich an... Jägerpfeil, Foil... Wie soll ich denn hier... Kann ich den Jägerpfeil... Wie kann ich denn den... Gehärteter Pfeil. Interessant. Kann ich wenigstens drei Pfeilsorten mit verschießen. Ja, lass uns mal speichern und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu dem Langhals. Erkunden ein bisschen das Gebiet. Gerade wo der Sandsturm hier eh tobt. Am besten markieren wir das mal auf der Karte. Oder wir folgen einfach dem Fluss, wenn wir hier runtergehen. Und danach müssen wir weiter hier in Richtung Meridian. Hoffentlich kann ich den Typen hier, renne ich den Typen jetzt nicht um. Na, scheint noch in Ordnung zu sein. Ja, ist vorbei an der Herde hier. Ich fände es eigentlich angenehm, wenn die mich mal ignorieren würden. Damn. Weil ich auf einen von den Breitköpfen drauf bin. I'm picking up another signal. Oh nein, schon wieder so ein Geier. Los vorbei an den Viechern. Ich habe keinen Bock auf den. Aber warte mal. Wir hatten doch diese dämlichen Tutorial-Quests. Hier. Spring ab! Nein! Das glaube ich nicht. Das ist fast unfassbar. Wo ist er denn jetzt? Oh, der ist direkt vor mir gelandet. Was zur Hölle? Ich sehe nichts. Ich habe ihn wenigstens getroffen. Schon wieder ein Vogel. Wenigstens ist es nur einer diesmal. Die haben aber auch sehr nervige... Jetzt habe ich alle Pfeile verschwendet. Jawohl. Ah, das hat
ihn nicht so gestört. I must be closing in on the signal. Okay, you need to get up to the tall neck's head. So, beim nächsten Anflug sollte ich ihn doch erwischen, oder? Oh. Jawohl! Perfekt. Da haben wir ihn dann auch, den Grauhabicht. Mein Gott. Wow, ist nervig, das Viech. Ich hasse die. Mit die nervigsten Gegner für mich gerade. Ganz einfach, weil... Oh, da muss ich gucken, dass ich mich diese Krokus da nicht erwischen. Aber hier gibt es viele Pflanzen am Wasser. Was kocht ihr so heute Abend? Ich schätze, so um 6 Uhr werde ich kochen. Also in etwa einer halben Stunde. So, ich werde nie wieder mit den Viechern kämpfen. Ja, ich weiß, leider. Ich habe mir selbst versprochen, nie wieder mit denen zu kämpfen, Blackwark, aber ist dann doch passiert. Safe for a few minutes anyway. Kochstream? Nein, leider kein Kochstream, erstmal für eine längere Zeit. Ich muss aber mal ein bisschen, ich muss euch ein bisschen was zurückhalten, damit ich euch noch was, sagen wir, für einen besonderen Stream überlasse. Das würde zu lange dauern, wenn ich heute einen Kochstream mache. Machen wir das nächste Mal eher. Das kann doch nicht sein. Hoffentlich treffen wir den. Nee, natürlich nicht. Ich versuche die ganze Zeit vorzuhalten. Ich glaube, das muss ich überhaupt nicht machen, wenn ich voll durchgespannt habe. Da brennt hinten irgendwas, ne? Muss ein Banditenlager sein. Verdammt! So, genau. Tutorial abgeschlossen. War das das hier? Ja, ganz genau, den Scharfschussbogen. Erlege Wächter mit Präzisionsfallen ins Auge. Aber machen wir erstmal den Langhals hier. Ich weiß nicht, ob wir das Tutorial jetzt auch aktiv haben. Finde ich ein bisschen unangenehm, dass man die scheinbar aktiv schalten muss, weil wir haben doch so viele Wächter schon berggemacht. Da haben wir den. Da müssen wir wahrscheinlich von... Ja, okay, da müssen wir oben auf dieses Plateau raufgehen. Das heißt, wir müssen uns mit dem Krokodil auseinandersetzen. Da oben auf der Anhöhe. Mal sehen, wie wir da hochkommen. Warte du mal hier, warte du mal hier. Ja, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser da. Bin wir verfolgt? Hey, was ist das denn hier? Eine Metallblume! Noch eine gefunden. Cool. Ob mich die Krokodile im Wasser sehen? Na, ich sag mal so. Wasser ist ja eigentlich deren Territorium, ne? Ja, komm, spring hoch hier. Ich glaube, hier sollte ich nicht hochspringen. Das ist nicht so gewollt von dem Spiel. Wenn ich mich nicht ganz irre, konnten die Krokodile vor allem mit Eis um sich werfen. Ich werde trotzdem einfach mal auf das Viech draufknallen. Schön in den Rücken rein. Was zur Hölle? Oh, das ist das andere Krokodil. Verdammt! Schnell ans Ufer und dann versuchen, den einzuerledigen, ehe der abhaut.
Jawohl. Kann ich den eigentlich looten? Jawohl, da brennt der Kollege. Doppelt sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da oben das Krokodil werden wir dann auch noch platt machen. Da ist er, der Langhals. Lol. Habe ich jetzt... Ich habe jetzt keinen Heiltrank mehr gerade. Ich versuche gerade diesen einzelnen, das kann doch nicht sein, diesen einzelnen von den Wächtern da platt zu machen. Jawohl, da habe ich ins Auge gesnackt. Und nochmal. Der kam noch auf mich? Muss ich aber aufpassen. Ich habe vor allem länger nicht mehr gespeichert. Kriege ich ein bisschen Angst gerade. So, jetzt aber, jetzt. Da muss der sich dann auch noch bewegen, ne? Geht der jetzt einfach ins Wasser? Kann nicht sein, dass ich die nicht treffe. Ist doch ein einfacher Wächter, oder nicht? Ja, endlich. Mein Jott. Was ein Theater. Ah, okay, der Langhals geht auch da oben lang. Das heißt, da müssen wir oben das andere Krokodil wahrscheinlich gar nicht platt machen. Aber die zwei müssen wir trotzdem noch looten. Ich komme da nicht weiter an dem Kadaver. Noch das wenigstens ein bisschen was von unserer Beute holen. Oh. Hoffentlich versteckt sich hier oben nicht noch ein Viech. Komm, wenn der hier entlang kommt, dann sollten wir den doch erklimmen können. Dann gucken wir mal, das sieht hier an der Ecke gut aus. Wie sie auch sagt, wie sie auch selber sagt. Vielleicht mal ein bisschen mit Anlauf. Und hoppa! Jawohl! Und zack, und auf den nächsten. Sehr schön. Und dann das Viech überbrücken. Ist das direkt über mir? Ach, da an der Seite links, jetzt verstehe ich. Stimmt, Bärchen. Ob, das kriegen wir diese Woche dann auch locker hin. Sehr schön, das Bärchen. Und da sind wir oben drauf. Komm, überbrücken das Viech. Da haben wir nochmal richtig gute Aussicht dann. Bin mal gespannt, ob wir hier was Interessantes damit entdecken. Kupfertiefen. Karte zeigen, fertig. Oh, da gibt es auch direkt einen Fertigkeitspunkt. Das ist aber nice. Gunnar Menlos, du musst noch ein bisschen was warten. Stufe 20. Ah, stimmt. Diese Woche ist Sonntag. Verdammt. So, jetzt haben wir das hier wenigstens freigelegt. Da gibt es hier im Süden. Da hört dann die Wüste auf. Hier ist ein Banditenlager. Hier oben ist dieses andere Fort, die Rache der Tochter dann. Ich würde dann Folgendes sagen. Begeben wir uns doch mal dann zum Banditenlager. Banditenlager vor. Hier ist noch ein, was ist das noch? Eine Brutstätte.
Arbeit macht müde. Ja, da musst du einfach weiter lurken, Bärchen. Aber das passt schon, das passt schon. Und Blackwag fipst weiter rum, das ist gut. So, also wir gehen dann, ich würde sagen, oder wir machen die Quest aktiv. Dann gehen wir hier durchs Banditenlager. Ich finde das auch super, dass die einen durchs Banditenlager durchführen wollen. Das won't stop blowing. Gucken wir mal, wie wir auf der richtigen Seite sind, weil hier sind wir auf der Rückseite gerade. Da muss ich mich schon wieder mit den dicken Krokodilen anlegen. Stimmt, der Alex hat ja gesagt, dass er eben feiern will, aber ich glaube, der ist wirklich pennend. Nee! Nee! Ist nicht oben auf dem Langhals. Vor allem der Langhals bewegt sich. Ah! Na, kommt er nochmal an? Ah, das gibt's doch nicht. Genau in dem Moment. Ich meine, wie soll ich den denn treffen? Ich treffe den so gar nicht. Ah, doch, guck mal, da habe ich ihn getroffen. Und nochmal. Absolut nervig, diese dämlichen Viecher. Die machen mich fertig. 18. Ne, da macht der mehr Schaden. Wo ist er denn jetzt hin? Ich sammle mich hier jetzt ab. Das Banditenlager. Beobachte Ereignisprotokoll. Keine Ahnung, was er bedeuten soll. Ich muss wohl auch. Was? Wen? Kriegst du dann die schönsten Dings? Es ist ja wenigstens weg, dieses dämliche Viech. Oh, hier ist irgendwas im Wasser. Gucken wir mal, was wir aufnehmen können. Ach, das ist ein Fisch! Ein Lachs! Guck mal, ein Lachs! Da haben wir es so rechts stehen. Wahnsinn. Na, kommt der Vogel da jetzt doch angeflogen? Komm, dann nehmen wir die Lachse mal mit. Aimboard Blackwag. Ich wünschte, ich hätte ein Aimboard, aber. Leider habe ich so viel Pech. Ich weiß nicht, ob es hier einen richtigen Aimbot gibt. Das ist einfach nur die gute alte Hilfe. Die Zielhilfe. So, nein! Ich wollte das eigentlich gerade gar nicht machen, Alter. Ich will die Wurzeln hier aufsammeln. Und ich brauche mal ein bisschen mehr HP. Wir müssen ja nämlich das Banditenlager oben platt machen. Und dann kümmern wir uns um die andere Quest. Jetzt, wo es Nacht wird, versuchen wir das auch so lange sneaky zu machen, wie es nur geht. Scheint so, als ob wir da oben niemanden drauf haben. Banditenlager entdeckt. Ja, die brennenden Türme, die sind ein Indiz dafür, ne? Erledigen, befreie die Siedlung. 10.000 Erfahrung gibt es dafür? Heftig. Wäre die Hälfte von dem Level jetzt. Wundert mich, dass dieser Typ nicht mehr wiedergekommen ist. Vielleicht musste ich ja erst bei dem anderen Gebiet mit dem bisschen Banditen platt machen. Was brauche ich eigentlich für die gehärteten Pfeile? Sind das dieselben? Die machen 36 Impact-Schaden? Nee, da ist der Präzisionspfeil besser. Ja, aber gut, für den gehärteten Schaden brauche ich auch nur Holz. Insofern. Probieren wir mal mit dem normalen Bogen. Mhm. Wir haben uns die erste schon gesehen.
Werfen wir mal ein Steinchen. Geht zum Stein, ne? Dann kriegst du halt einen Pfeil ab. Geht nicht zum Stein hin. Wahnsinn. Oh, da haben wir jemanden mit einer Gatling. Banditenbarbar. Vielleicht kriegen wir es ja hin, irgendwo hier diese... Ist das da hinten der Alarm? Banditenalarm. Das heißt prinzipiell nach unten links. Oh oh. Komm, die holen wir uns im Sneak-Modus. Vielleicht noch ein bisschen HP mitnehmen. Und dann gucken wir mal, ob wir die Gefangenen hier finden. Okay, da sitzt aber auch direkt jemand neben den Alarm. Ist jemand mitgekriegt? Move along now. Hat die mich gesehen oder nicht? Ja, sie hat mich gesehen. Aber zu spät. Ah! Ich wollte hier eigentlich gerade wieder zurück. Okay, da suchen sie mich jetzt. Werden wir die erstmal ein bisschen umkreisen. Die scheinen jetzt, die gehen dann alle zurück zur anderen Seite wieder. Was jetzt vorteilhaft für mich ist. Auf you go. Ich sehe da fast nichts durch diese Effekte. What's that? Gut, dass sie mich hier nicht sieht, dass sie den Kopf da nicht raussieht. Die sind aber schon wieder. Jetzt sind sie aber alle auf meiner Fährte, ne? Ah, da sind auch drei? Okay, die kommt jetzt vorbei. Das heißt, die kriegt den stillen Schlag ab. Die andere kriegt vielleicht einen Pfeil rein. Oh, das war die Kehle. Das war der Kopf. Oh, da ist der Dicke. Oh, oh, oh! Die, die! Was? Ach, der andere, der hat mich. Warte mal, weiß der genau, wo ich bin? Ja, der weiß genau, wo ich bin. Oh, lol. Erstmal lieber den platt machen hier. Shit! Nein! Ja! Da hätte ich mich nicht im Nahkampf halten sollen. Ich frage mich jetzt aber vor allem, ob der gespeichert hatte oder nicht. Wo bin ich hier? Wett? Also das heißt, ich habe gespeichert. Den Langhals habe ich überbrückt. Ah! Du bist mir auch so einer Fail 9099. Du kannst nicht zählen. Okay, da hinten geht's weiter. Und guck mal, wen wir jetzt hier gefunden haben. Oh. Das heißt, von der Seite hilft er mir mit. Wird dann jetzt erstmal hier speichern.
müssen wir gleich eh in die Richtung. Vage neigen zur Übertreibung, das ist in deren Natur. Deren Beißigkeit. I saw some of the places you'd been. The new settlers have no appreciation of craft. They'd already piled your work in a ditch. But I knew the signs to look for. The scrabble in the dirt. Those surprised splashes. I did tell you we'd meet again. Nil. Still hunting bandits? Oh, yes. I've been sharpening my blade, anticipating the scent of the fight. Don't get me wrong. These scum are odorous. A little panic and desperation really sets it off, though. Like an incense. So, what's your knife called? Why would someone name a knife? So much for small talk. Are you ready? Wenn dann eher. Don't think this means I enjoy it. Don't worry. We'll take your secret to their graves. Steht er eigentlich dann? Okay, ja, gut, dann machen wir das jetzt halt. Mache ich mit dir mit. Ich meine, vor allem du machst dann bei mir mit. Mann, 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 ey. Das war jetzt aber auch ein Fehlschlag von mir. Da ich im Nahkampf angegriffen habe. Hätte ich weiterrennen sollen. Aloy ist halt hauptsächlich eine Fernkämpferin. So, gucken wir mal, ob wir den Stein noch parat haben. Kümmert sich Nil um die andere, wenn ich... Nein. Nil macht nix. Bis darauf, mir die Linse zu versperren. Ach verdammt, das glaube ich nicht. Die steht so. Ja, oder so halt. Wenigstens ein Gesundheitstrank. Unser Stein wieder. Was? Oh nee! Die begeben sich auch noch in Deckung. Wie viele von ihnen haben das mitgekriegt? Alle. Und die rufen jetzt, die schlagen jetzt Alarm, ne? Ah! Oder wenigstens kommt die. Still sniffing around. Okay, die suchen mich jetzt. Aber da bin ich schon fast versucht. Meint ihr, ich komme hier rüber? Meint ihr, ich schaffe das, mit dem Nil hier runter rauszugehen und von der anderen Seite wieder vorzugehen? Die andere Seite war nämlich viel mehr in der Nähe von dem Alarm. Das heißt, wenn ich von der anderen Seite wieder einsteige, erhoffe ich mir, dass ich da wenigstens mehr Glück habe, den Alarm auszuschalten. Hier ist hier richtig brenzlig wird. Wenigstens heil. Noch was für den Medizinbeutel. So, jetzt sind wir auf der Rückseite. So, da war hier, glaube ich, jemand. Ja. Oh, vielleicht. Da kommt der andere Nil. Da hinten ist noch jemand. Kommt auch direkt vorbei. Der ist auf der anderen Seite von der Wand hier, oder nicht? Nee, Quatsch, gar nicht. Wo ist er denn? I see the alarm. Hope I don't hear it too. Ist der Nil versteckt genug? Ich sehe schon gleich, sehen gleich den Nil. Kommt der gleich noch? Da kommt der. Gehen wir mal die Spur. Hey! Natürlich ist sie so richtig in den Weg gefallen. Alter, hat der eine lange Spur. Aber der kommt hier irgendwann vorbei. Ist der jetzt eigentlich gleich auf dem Rückweg? Ah. Dann warte ich jetzt einfach, dass der kommt. Oder die. Ich bin nicht diskriminierend. Banditen kann, ist mir egal, was für ein Geschlecht die Banditen haben. Da seht ihr, da läuft der langsam. Sieht aber auch wie ein Kerl aus, ja.
Jetzt muss man immer darauf achten, dass sie so ein paar Pausen machen. Verschwindet der die Spur eigentlich, sobald ich den platt mache? Sollte er eigentlich, oder? So, und mit der Nachricht verabschiedet er sich dann auch. Sitzt da noch jemand an dem Alarm? Nee. Jetzt beeilen. Bevor die uns spottet. This won't give me trouble anymore. Okay, jetzt gehe ich mal hier rüber. Auf die Seite. Immer noch sneaky bis jetzt, immerhin. Könnte sein, dass... Okay, der scheint mir so ein bisschen gleich in die Fährte zu laufen. Und die Person? Oh, die läuft nach oben. Der sieht gleich eine Leiche. Ja, jemand hat's mitgekriegt. Oh, Nil, pass auf. Lass die einfach ankommen. Oh, bin immer erspannt. Ah, die sehen uns hier. Haven't you got anything better to do? Ah, hier nicht mehr. Sehr gut. Da muss ich nur in das Gebüsch nebenan. Okay, Nil, halt dich mal ganz still. Halt dich ganz still, Alter. Ha! Solange die mir nicht auf den Fuß tritt, warte ich, bis die sich entspannt haben. Richtig. Oh, verdammt. Jawoll. So, jetzt hat der Große das wieder mitgekriegt. Sehen wir langsam das gesamte. Hauptsache, der Nil wird nicht gespottet. Oh, da ist der Dicke. Stay on it. So, der kriegt jetzt 3 Pfeile in den Nacken. Jawohl, und er ist auch sofort down. Get out of the kill zone. Komm, versuchen wir mal die Waffe aufzuheben. Come on. Jawohl, und jetzt geht's los. Oh, verdammt. Was mache ich denn? Heavy. It's hard too. Ja, wo sind denn die anderen? Wo sind die restlichen Leute? Ah, da auf der Seite, genau. Jawohl, guck mal. We're in trouble. Signal out. Captives. They're not just cutthroats. Slavers too. Sklavenhändler also. Ah, das machen die Teile. Ja, Banditenlager befreit. Dann haben wir hoffentlich die Leute hier ebenfalls befreit. Die ja, Leute, die Sklaven wollten. Sagt hier jemand Danke? Rede mit Nil. Werde ich gleich machen. Ich hole mir nur meine Gratisprobe ab. Das ist so ein merkwürdiges Konzept. Wo ist denn der Nil? Ach, der ist wieder da am Eingang. The Nora have always been suspicious of outsiders. I suppose they had good reason. So, ein paar von den Viechern hier looten. Größtenteils Metallscherben allerdings. Aber, 111 Metall, nee, 110 Metallscherben. Das waren den Banditen, Boss, glaube ich. So, dann lass uns jetzt speichern. Dann gehen wir rüber zu Nil. Und dann würde ich sagen, gehen wir, zum Fort. Wo wir die, Schwester von dem, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der von Mutters Krone, war. Sprengfallen einige. Noch ein paar Metallscherben. Können wir immer gerne mitnehmen. Ja, hier haben sie wirklich alles verbrannt, ne? Ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass die Banditen das so stark zerstört haben, als die das hier eingenommen haben.
Denen scheint das halt genügend zu sein. Die brauchen da nicht viel, um sich das gemütlich zu machen, die Banditen. So, jetzt reden wir mit Nil. Bin gespannt, ob der irgendeine Lektion noch für uns hat. So, aber jedenfalls befreit das Dings. Unser erstes Banditenlager im Kaja-Reich. Haben wir unseren Gaul noch? Jawohl! Der sollte ja gleich ankommen. Aber den für die Weiterfahrt. Haben wir gut gemacht, Nil, ne? They'll ring later, in the calm. It's a call to arms, from your inner desires. Or a cry for help. I wouldn't fight it. I can tell. Also, du warst Soldat? Das haben wir eigentlich schon mal gefragt. Fragen so wir nochmal. So you used to be a soldier. You fought for the Karja? Oh, for them, against them. An empire always finds its wars. Ein Söldner, eher dann. The new king of Vaad saw things differently. Called an investigation into war crimes. Aren't all wars a crime to someone? Still, I raised my hand and volunteered. You volunteered to investigate? No, I volunteered my confession. No sense wasting time with an investigation. I was sent to Sunstone Rock for 2 years. Ah! The trade was fair. Der war im Knast für seine Verbrechen scheinbar. What were these things? Wollen wir das wissen? Acceptable things. Under the circumstances? Acceptable to who? I don't make decisions. Let's just say the rules of engagement suited me. But rules are important. A structure. Cage. Otherwise, you know of those places? Lonely places where people once were? Now just a hole cut in the world. Chances are, I was there before. Eine bewegte Vergangenheit, der Kerl. They sent you to a rock for 2 years? Is this some kind of Karja ritual? No, no. Sunstone Rock is a prison. South of Meridian, south of the Rain Gathers. Our new Sun King is a believer in rehabilitation. As am I. In the heat of a stone cell, in the dark, I learned to focus on what was truly important to me. Was denn? Die Banditen platt zu machen? Oder macht er die jetzt einfach platt, weil das die sind, die er platt machen darf, ohne dass sich Leute beschweren? Have you found a new partner yet? I thought we were partners. I have my own roads to follow, Nil. And they seem to lead back to bandits. That works for me. I'm not suggesting a Karja wedding. I'm never lonely where there's killing to be done. Time to move on. A brief encounter for us, but the end for them. They were squalid lives anyway. Ich wette, den finden wir doch mal wieder. So, bevor wir jetzt aber hier... Oh, nee, Gott, da gibt's dann nochmal Vögel, ich krieg zu viel. Dann machen wir wirklich die Rache einer Tochter zuerst, bevor wir nach Meridian gehen. Meridian scheint aber direkt am Horizont zu sein. Ging hier so ein bisschen querfeldein, wirklich. So, wo war unser... Da ist unser Hottehü. Nee, gar nicht. Das ist nicht unser Hottehü. Das ist unser Hottehü. Falsches Auto eingestiegen fast. So, los geht das. Folgt er mir jetzt? Ist denn das? Wow! 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 Donnerkiefer. Boah, ist das ein Riesenviech. Aber Level 27. Ich glaube, ich spare mir den für ein andermal auf. Ne? Ist er immer noch hinter mir? Was ist, wenn ich mich hier ein bisschen verstecke? Sehr gut, dann kommt er nicht an. Ruhig. Du willst mich nicht finden. Oh oh. Jetzt haben wir wenigstens gespeichert. Ah! So. Geht's mit dem zweiten weiter. Okay. Was haben wir denn hier? Kaputten Wächter.
Okay, ich glaube, das viel steht direkt neben mir. Ja, genau. Was für ein Level hat die Quest eigentlich? 15 sollten wir dann hinkriegen. Das heißt, verdorbene Zone haben wir da immer noch eine aktive, scheinbar, ja. Das war aber gar nicht mal so wenig der Schaden darauf. Hauptquest Stufe 12 nach wie vor. Naja, wir sind jetzt in der Nähe von der Nebenquest, 200 Meter. Oder 200 Schritte, was soll das sein? Ist Teil immer noch hinter uns her? Nee. D für divers. Ha! Ah, warte mal. Ist das Meridian? Dort hinten in der Ferne? Diese Stadt, das wäre ja riesig. Das könnte sogar sein, oder nicht? Ja, das muss Meridian sein. Aber was ist diese Riesen... Was ist diese Rieses, dieses Riesengebäude? Und Meridian ist im Sandsturm verschwunden. Alte Skulptur. Einen alten Kranz nehmen wir mal mit. Können wir hier irgendwas scannen? Nee. Ich weiß nicht, was das hier für ein Gebiet dann sei. Oh, was haben wir denn da? Was sind das für welche? Plünderer. Prinzipiell können wir die jetzt überschreiben. Aber ich glaube, wir können sie auch in Ruhe lassen, wenn wir hier unten lang gehen. Lassen wir die mal in Ruhe. Halt N gesehen. Ach, du meintest, was war denn das für ein... Irgendwas macht hier aber auch richtig Krach. Ah, da sind die Plünderer oben. Ich glaube, die, wenn wir schnell an denen vorbeikommen, dann lassen die uns in Ruhe. This must be lonesome, Rock. If it's a trap, I might need to go in quiet. Ah. Das könnte eine Falle sein. Dann machen wir das vielleicht lieber von oben. Also hier, wenn ihr euch erinnert, wir sollten ja die Schwester von dem einen Typen von Mutters Krone suchen, Mother's Crown, die auf der Suche nach Said war, dem vermeintlichen Kriegsverbrecher, vermeintlich, weil, ja gut, wir wissen es nicht, ob das tatsächlich so war. Gucken, ob wir hier irgendwas scannen können in der Landschaft. Nee. Und allen Berichten zufolge ist die jetzt hier. In diesem Lager. Westlich von... davon. Seems like an ordinary outpost. I'd better look around. Ja gut, aber... There are chains in the cart. I'm so bored. I'm bored with being bored. I'm bored with you talking about being bored. Das sind die zwei am Feuer, oder? I'm bored with you complaining about me being bored. I wasn't complaining about alles mein Breitkopf. I was complaining about your complaining. Well, now I'm complaining about your complaining. If you two don't shut up, I'm gonna complain to Zaid, and then things will get ugly. Okay, ist auf jeden Fall ein Lager, wo der Zaid scheinbar Macht hat. Muss ich sneaken oder kann ich vor den her? Outlander. Oh, what are you doing here? Auf der Durchreise. Gut, lügen wir die jetzt an? Oder sollen wir einfach mal ganz offen sein und wir sagen, wir sind auf der Suche. Ja, komm, wir... ich wette, es geht nach hinten los, wenn wir sagen, wir sind auf der Suche. Prefect Zaid told me that bandits abducted a girl near here. Do you know where they might have taken her? Zaid told you that, did he? Hm. No bandits around here, girl. But I think I can help you find your friend. Uh-oh. The boss sent us a fresh one, boys. Wrap her up and tie her down. Got someone to fight here. Okay. Said ist also jemand, der uns in eine Falle ge... Lol. In eine Falle geschickt hat. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Und das ist der Präzisionsbogen. Das ist nicht der Präzisionsbogen etwa, den ich benutzt habe.
So, für euch habe ich gleich was. Ich werde mich aber erstmal um euren Boss kümmern. So, der ist jetzt weg. Der steht in den Flammen und sagt, I'll survive. Korrekt, der Typ. Da heilen wir uns mal ein bisschen. Ach. Hallo? Nichts gesehen. Schön daneben geschossen. Das sollte jetzt reichen. Yo, man kann im Laufen craften. Das ist aber auch dringend nötig, weil ansonsten gehen dann die Pfeile aus. Ganz genau, jetzt gucken wir mal, was Saiti denn so angestellt hat. Vier rief der denn nichts. Dann untersuchen wir mal den Wagen. Oh. Not just chains, manacles. They were moving prisoners somewhere. Oh. Das heißt, ist der Said etwa im Sklavenhandel verstrickt? Ich habe so das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass Sklavenhandel in der Welt hier nicht erlaubt ist. Jedenfalls nicht seit diesem Krieg. Ah, da sind die Spuren, okay. Gehen wir die Spur mal. Kannst du uns jetzt... Komm rein! Okay, und los geht das hier. Gucken wir mal, wo der Wagen uns hinführt... die Spuren uns hinführen. Aber ziemlich weit in den Norden scheinbar. Haben wir auch ein... Feuerchen zum Speichern. Es wurde, glaube ich, auch gesagt, dass der jetzige Sonnenkönig alles verboten hat. Ja, jedenfalls diese Sachen verboten hat, nicht wahr? Achso, du meinst, Awad es verboten hat, so. Oh, da ist noch ein Fort. Stören sich die Kajas nicht daran, wenn wir den hier... Aber nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, Awad hat wirklich den Sklavenhandel verboten. Wenn wir hier das dann auseinandernehmen, dann wird er sich ja daran nicht stören, oder? Okay, das ist der Haupteingang. Ich glaube, ich werde jetzt nicht in den Haupteingang reingehen. Ich richtig gerade. Jo! Danny Santos! Wunderschönen Sonntagabend wünsche ich dir und vielen Dank für den Follow. Wie geht's dir? Willkommen bei der Puzzleparade. Na, komme ich hier nicht durch? That Nora girl we got in the hole is nice and lean. Don't get ideas. Zaid says hands off or he'll hurt her price at auction. Ha! Sounds like Nicole is here. And I'm gonna have to cut through these guards to get to her. Da habt ihr das gehört. Die sind hier und die sind alle im Sklavenhandel, drin. Oh, da sind... Maybe swim in a creek once in a while. Okay, vielleicht fängt er an zu laufen. Weißt du was? Ich werde mich erstmal um den hier kümmern. Okay, das haben sie nicht mitgekriegt. Sehr gut. Hier hinten war noch einer. Das scheint aber auch definitiv ist ein Kaja. Lol. Definitiv ein Kaja-Gebäude. One of the dredges from the cellar tried to bite me. Yeah, they do that. Best to whip them, but quick before they get too red. Na, wo läufst du hin? Werden wir auch gleich erfahren. Ah, der kommt direkt zu mir. Aber der andere, der wird mich sehen, wenn ich den umspieße. Jetzt guckt ihr woanders hin. Jawohl!
So macht man das, Leute. Die zwei stehen da immer noch. Ganz planlos. Oben im Turm. Und da kommt einer runter. Habe ich den Stein noch? I know you're there, I can smell it. Bam. So, Leute, perfekt. So, komm, da gehen wir doch oben mal vielleicht auf den Turm rauf. Da haben wir eine bessere Sicht dann. Ja, Nakoa ist wirklich in Gefahr. Ich glaube, da hinten war aber auch noch einer. Da waren zwei vor allem. Ah, der läuft runter. Oder nicht? Nee, der läuft hoch. Der läuft in die Richtung. Was meint er? Schaffen wir den? Nein! Da hatte ich vorgehalten, das war mein Fehler. Aber der andere scheint es nicht gemerkt zu haben. Okay, wo wird der hinlaufen? Der läuft einfach hinten hin und her. Das heißt, haben sie vielleicht da versteckt? Okay, das ist die Frage, wie kriege ich die zwei da platt? Nee. Das glaube ich nicht. Nee, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich den. Ey. Ich mach's mir jetzt aber auch schwer, dadurch, dass ich die ganze Zeit daneben schieße. Na, wieder hoch. Was denn jetzt? Also wirklich, wenn es den Konzentrationsmodus nicht gäbe. Hab ich keine Munition mehr dafür, ich werd verrückt. Ich weiß nicht, ob ich hier runter... Ne, wahrscheinlich nicht. So, da ist sie jedenfalls alle erledigt. Bei den letzten habe ich ein bisschen mehr Pfeile gebraucht, als mir lieb war. Ich loote hier aber erstmal, bevor ich die Gefangenen befreie. Schlagscheinglas. Ist hier irgendwas zum Scannen? Ah, Spuren gibt's da. Ah, warte, der hatte noch was Grünes. Gehen wir die Spuren mal. Vielleicht haben sich hier da mehrere Gefangene. Da scheint dahinter der... Da kann ich direkt durch den Vordereingang gehen. Ja, wahrscheinlich, wenn wir sie dann befreit haben, will die wahrscheinlich mal bei dem Said vorbeischauen. Und die ist im Keller. Hoffentlich haben wir da nicht noch Gegner im Keller. Es sind mehrere Leute hier. Chained up to be sold as slaves. Drei haben sie hier. Nakoa, Jan sent me. Look, we can talk more once we get everyone out of this pit. Jan sent you? I don't believe it. Well, I guess one of his prayers finally worked. You'll need a key to get us out. One of Zaid's men should have it. All right. I'll be right back. Oh. Das heißt, den hätten wir vorher durchsuchen sollen. Dann hätten wir den direkt dabei gehabt. Ah. Ist gut, sind wir direkt wieder hier. Und dann nichts wie raus hier. Und dann planen wir mal, wie wir uns an den Said rächen werden. I'll help the others. Let's go. Oh. Kann ich mit dem hier reden? She'll know what to do. Entkomme vom Gelände. Ja, solange die jetzt nicht in den Nachschub kommen, sollte es ja entspannt sein.
I knew you were going to be trouble, girl. But you'll make it worth our while in the end. The end is now, Zaid. For you and your men. Oh! Jetzt geht's los. So, jetzt kriegt der eine erstmal hier. Leider, das gibt's doch nicht. Der hat doch. Der hat gesessen, der Erste. Also, das kann nicht sein. Ja, das ist jetzt der. Quit gaping and get him! I'm down! This could be it! I'm done! Am I done? Fragt er auch noch, ob der am Ende ist. Netten Kampfstil hat er zwar, aber. Die zwei! So, der sollte jetzt fertig sein. Oder? Der ist immer noch am Leben. So, mit zwei Pfeilen sollte der jetzt auch bald erledigt sein. Jawohl. So, wo haben wir den Zaid jetzt? Mit der dicken Waffe also. For the sacred land. Only a little blood. Steht die eine Gefangene direkt neben dem. Oha. So, das war jetzt auch der Zaid. Dann hätten wir das ja direkt erledigt. Ich dachte schon, wir müssten zurück zum Day Tower reisen. Wahrscheinlich hat er das gemacht, um wirklich seine die Spuren von seinem von seinen Taten zu verwischen. You gave him a quicker death than he deserved. My father was a hunter. Krasses Haar. He taught me every animal deserves a clean kill. Was ist das hier? Wie willst du denn kommen? Ah, machen wir das hier. How did Zaid come to run a ring of slavers? All the scum you just killed? They butchered for Zaid during the Red Raids. Mm. The new Sun King kicked them out of the army, but Zaid managed to lie his way out of trouble, then saw a new way to make a shard, putting his grunts to work here. Ah, deswegen. Die waren also prinzipiell Ausgestoßene, bis auf Zaid. How did Zaid capture you? Perfekt. I tried to get him at Day Tower, but he caught me. Then let me go so he could have his men grab me later. And after? Said he was gonna sell me into slavery like the other poor bastards that came through here week to week. But he took his time, kicked me around whenever he stopped by. Guess me trying to kill him hurt his pride. Also wie erwartet, Leute. Und Priest-Sklaverei ist wahrscheinlich wirklich nicht erlaubt. Und der Zaid hat hier alles auf eigene Faust gemacht. You've been through a lot. Oh ja. I'm fine. Are you sure? Zaid's dead. I was ready to go through anything to make that happen. And I did. What are you gonna do now? The others were in that cellar for months. The more run down they got, the harder it was for Zaid to sell them. They need food, rest, and hope. I'll take them to Meridian and tend to them. Ach, nach Meridian, also im Kaja-Gebiet bleibst du. You're not even going to try to go back? What about Jan? The matriarchs won't let me back. Even if they would, I wouldn't go. They can burn for all I care. As for Jan, I know a way to get word to him. I'll miss that runt. But at least he'll know I'm safe. Ja, stimmt eigentlich. Time for me to go. Look, wenn sie nicht zu den Nurans zurück kann. It must be a good one if they gave you the mark of a seeker. If you ever feel like telling it, look me up in Meridian. I'll be there until the others get back up on their feet. Until then, thank you for helping me cut this rot from the world. I don't know. Maybe now I can put Zaid behind me and remember my father as I should. Sollst du jedenfalls versuchen. Jo, Roman, wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Frohen Sonntag wünsche ich dir. Also das heißt, die werden wir dann wahrscheinlich in, wie sie selber gesagt hat,
Jetzt sag mir nicht, dass ich den nicht looten kann, weil die zu nah in der Nähe von dem steht. Wahrscheinlich werde ich die Meridian wiedersehen. Na. Stimmt, die war selber ausgestoßen, weil die versucht hat, das Gebiet zu verlassen. Das dürfen die ja nicht. Das darf man ja nur als Sucher. So wie ich es bin. Ah, hier haben wir noch ein paar blaue zum Looten. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir den Kollegen... So, räumen wir erstmal den Feuerstürmer aus dem Weg. Ah, hier. Und dann jetzt gucken, ob ich den noch... Jawohl! Ah, immerhin 90 Metallscherben. Ja, dann bringt uns jetzt unser Weg oder unsere Reise eigentlich nach Meridian, nicht wahr? Dann gehen wir, was gehen wir, den nördlichen Weg runter? Ich glaube normalerweise, ja, wenn man hier durchkommt. Warte mal, nee, wir sind ja gar nicht von hier gekommen. Doch, merkwürdig sehr. Nee. Ah, da muss es hier nördlich dann noch was geben. Nee, gar nicht. Wir sind ja hier südlich lang gekommen. Ich sehe das gerade erst nördlich vom Day Tower gibt es hier scheinbar noch einen Weg, den man da gehen kann. Naja. Großer auf Jagdgebiet? Nee, da gehe ich nicht noch wieder hin. Ja, so wie gesagt, man würde hier lang kommen. Das heißt, dann gehen wir erstmal hier bis zum Lagerfeuer. Gucken, wo uns der Weg dann hinführt. Aber Langbeinareal könnte gefährlich wieder werden.